und herzlich willkommen zu meinem... Ja, nee, ist Ostern, ist vorbei. Vergesst es wieder. Ich wollte sagen Ostermittwochsvideo, aber es klappt so nicht. Ja. Heute ist, ja, ganz ehrlich, bei mir ist jetzt heute noch lang vor Ostern. Aber ich möchte, weil ich eben das Video gerade den Gedanken im Kopf habe und wir blöderweise jetzt schon Samstag haben. Ja, ein bisschen knapp daneben am Freitag, sonst hätte es jetzt als Freitagsvideo durchgegangen. Wollte ich euch eine Geschichte erzählen. Ich teile ja mit euch so gut wie mein ganzes Leben. Und ja, heute habe ich was, wo ich so euphorisch happy wie auch immer bin, weil ich habe die Woche so zwei Situationen gehabt, wo ich mal was gemacht habe, was ich mich bis dato nie getraut habe. Und ja, die blöde Kamera sieht nicht mehr, dass du nicht hinzoomen soll. Ja. Und ja, ich habe das jetzt gemacht und danach habe ich mich viel besser gefühlt. Und ja, jetzt erzähle ich euch einfach die Geschichte. Also, ich weiß jetzt nicht mehr, an welchem Wochentag es war, tut mir leid. Aber auf jeden Fall war es so, dass ich da bin ich irgendwie begegnet und es tut mir leid, die erste Situation ist etwas länger her. Und dann bin ich jemandem begegnet und dann habe ich mit dem so geredet. Und dann ist irgendwie drauf gekommen. Und dann habe ich dem gesagt, ja, das ist halt so bei uns Asperger-Autisten. Und der hat sich dann erstmal, glaube ich, vor den Kopf gestoßen gefühlt. Aber in dem Moment hatte ich so ein total happy Gefühl, weil ich mir gedacht habe, ich habe es ausgesprochen. Ich habe es wirklich jemandem einfach mal so direkt Gesicht zu Gesicht gesagt. Und ja, das war irgendwie so doch auch schon mal was richtig Schönes. Ja, und die zweite Situation war, ich war in einem Drogeriemarkt, der übrigens auch Folien verkauft, so Hefterfolien, weil ich wollte unbedingt Folien haben, aber nicht irgendwie welche, die milchig sind, sondern es mussten die glasklaren sein und auch am besten noch die, die ein bisschen hart sind, damit das Papier sich da nicht wälzt und so weiter. Ja, da lässt man wieder meine Neurosen grüßen, aber es musste halt so sein. Und die gibt es halt meistens nur in diesem Laden. Ich habe die nämlich online noch nie gefunden. Und wenn, dann habe ich die immer nur gefunden, aber dann waren sie zu kurz fürs Papier. Oder das Papier hat nur gerade so reingepasst. Ja, toll. Das war jetzt eine Randinfo, die jetzt nicht wichtig war. Okay. Ja, und dann bin ich im Laden gewesen. Und dann war ich da bei der mit meiner Pflegerin. Hi, an dieser Stelle. und dann war ich da mit ihr und dann haben wir eben die Folien gesucht und die sind echt zacke teuer gewesen für 4,29 €. Ich habe dann zwei Päckchen mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, so schnell komme ich nicht mehr in den Laden. Und dann dann habe ich an der Kasse gezahlt und dann urplötzlich höre ich einen Elena und ich denke mir nur so, oh nein, diese furchtbarste Situation, die ich mir nur vorstellen kann. Jemand erkennt mich, mir ist schon der Angstschweiß runtergekommen nach dem Motto, oh, dieser kennt mich jemand, aber woher soll ich jetzt wissen, wer derjenige ist? Oh nein, nein, und auch meine Mom ist nicht da, die mir sonst immer sagt, ach übrigens, das ist das und das und die und die und jenes. Und ich dachte so, oh nein, nein, nein. Und ja, dann ist die auf mich zugekommen. Und dann habe ich als allerersten Satz gesagt, und woher kennen wir uns? Dann hat sie mir erzählt, dass sie die Tochter von einem Bekannten ist. Und habe ich noch gefragt, und welche Tochter? Weil der zwei Töchter hat. Und dann hat sie mir eben auch noch das gesagt. Ja, und dann haben wir eben noch etwas geplaudert und dann sind wir rausgegangen. Und dann, als ich dann so draußen war, dann habe ich mir irgendwie so gedacht, ja, das war jetzt echt toll. Das war jetzt, also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es für sie etwas schräg war. Aber ich habe das erste Mal in meinem Leben nicht versucht, das Gespräch so zu führen nach dem Motto, hey, schön dich zu sehen, erzähl mir doch was und wie geht's dir und so weiter. Sondern ich habe wirklich mal offen und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und es war irgendwie so ein, ja, ich kann es nicht anders formulieren, aber für mich war das so ein lebensbejahendes, schönes Erlebnis, dass ich dachte, das teile ich jetzt mit euch. Und vor allem, was für mich das Schöne daran war, das Schöne dabei, nämlich,
Ich musste nicht so tun, als ob ich jemand anders bin, als ich bin. Und ich musste auch nicht irgendwie versuchen, ich habe auch nicht versucht, irgendwie netter zu sein, als ich bin. Oder ich habe auch nicht versucht, irgendwie was zu verstecken, sondern ich habe wirklich mal offen und ehrlich damit umgegangen. Leute, ich kann mir keine Gesichter merken. Es tut mir leid, aber ist halt so. Und ja, es war eigentlich echt toll. Ja, und die Geschichte wollte ich euch jetzt auf jeden Fall gerade mal so erzählen. Und ja. Natürlich wisst ihr jetzt auch schon wieder, was bei mir folienmäßig los ist, weil meine Folien sind vor kurzem leer gegangen. Und ja, das war, hätte ich keine Folien leer, wäre meine Folien nicht leer gegangen, hätte meine Mutter nicht mir gesagt, dass ich doch, also dass ich die neue noch kaufen kann, wenn ich möchte, aber nicht muss, hätte sie mir nicht das Geld mitgegeben und hätte ich nicht gefragt, dann hätte ich nie, wäre ich nie in den Laden gegangen und dann hätte ich nie diese lebensbejahende Situation gehabt. Und da sehen wir es mal wieder. Manchmal ist es doch, ist es auch was Positives, wenn einem die Sachen ausgehen und kein Vorrat mehr hat. So, das war jetzt nicht die Lektion des Tages, sondern die Lektion des Tages ist, versucht nicht jemand anders zu sein, als ihr seid. Und manchmal ist es einfach auch besser zu sagen, ich weiß etwas nicht, als also zu tun, als ob man es wüsste. Weil glaubt mir, das ist anstrengend. Ich habe es jahrelang versucht. Also, ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Nee, warte mal, wir haben gerade mal Mittwoch bei euch. Bei euch ist jetzt Mittwoch, bei mir ist Wochenende. Ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Mittwoch. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis dahin, ciao.